Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es um das Ultraschallreinigungsgerät. Es wird aktuell vertrieben über Aldi Süd. Es kostet unschlagbare 19,99 Euro. Ich war natürlich im Aldi und habe dieses Gerät gekauft. Ich habe das jetzt nicht gestellt oder gesponsert bekommen. Was habe ich mit euch in diesem Video vor? Wir packen das Gerät gleich mal eben in Windeseile aus. Ich als Träger einer Lesebrille, beim Lesen brauche ich so Dingen, brauche natürlich so ein Gerät, um die Brille zu reinigen. Was man damit noch reinigen kann, sehen wir gleich. Dann gebe ich euch erstmal Infos, wie funktioniert so ein Gerät und natürlich auch ein paar Sicherheitshinweise. Ich habe ja schon einige Produktvideos gemacht, hier unter anderem den Gasgrill, der ist ja auch bei Aldi Süd. Das Video kommt im Übrigen bei euch richtig gut an. Ich würde mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal TV Solution abonniert. Dazu müsst ihr einfach auf das Abonnierzeichen drücken und schon ist die ganze Geschichte für euch natürlich kostenlos erledigt. Jo, ich packe das Ding jetzt mal eben in Windeseile aus und los geht's. Doch bevor wir dieses Gerät jetzt auspacken, schauen wir mal eben kurz hier auf die Rückseite. Hier haben wir einmal für die Techniker unter euch die Ultraschallfrequenz, liegt bei 43.000 Hertz. Wir haben hier 500 Milliliter Fassungsvermögen, einen herausnehmbaren Reinigungskorb aus Kunststoff. Der Korb ist gedacht für Schmuck, Zahnersatz, ein Uhrenhalter ist ja auch mit drin und wir haben hier eine Leistung von 50 Watt. Jo, jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding hier auf jeden Fall erstmal aus. Ausgepackt habe ich das Gerät, schauen wir uns aber erst einmal das Zubehör an. Dieses ist hier ein Korb, der ist aus Kunststoff, wo dann das zu reinigende Gut reingelegt werden kann, welches dann hier in das Ultraschallgerät eingelegt wird. Weiter im Lieferumfang zwei Halter, ich vermute mal, die sind für Ringe, dass man hier einen Ring aufsetzen kann, aufstellen kann, dass dann auch hier ein oder zwei Ringe gereinigt werden können. Und dieses müsste ein Halter sein, wo man eine Uhr zum Beispiel darauf befestigen kann, wenn die dann auch gereinigt werden soll. Weiter im Lieferumfang, das ist hier so ein Brillenputztuch. Das ist hier mit dem Lieferumfang enthalten. Ich kann es kaum glauben, für 19,99 €. Super. Ja, und hier ist natürlich dann auch noch die Bedienungsanleitung in dem Set enthalten. Hier haben wir ein beleuchtetes Display. Ihr werdet jetzt denken, ist ja gar nicht beleuchtet. Stimmt. Stecken wir mal eben den Stecker rein und schon ist das Display an. Hier flackert es bei euch jetzt auf dem Videobild. In Wirklichkeit flackert hier gar nichts. Das ist ein LED-Display. Dementsprechend wird das hier im Video leider als flackernd dargestellt. Kommen wir aber mal eben zu einem technischen Teil. Was macht dieses Gerät hier eigentlich? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Ultraschallreinigung funktioniert durch die sogenannte Kavitation. Bei diesem Vorgang wird eine Reinigungsflüssigkeit mit einer Ultraschallschwingung angeregt, sodass kleine Bläschen gebildet werden. Die Bläschen implodieren und entfernen so die abgelagerten Schmutzpartikel, ohne dass das Material beschädigt wird. Und welche Gegenstände darf man nicht mit Ultraschall reinigen? Hier ganz einfach alle Schmuckstücke oder Gegenstände, die geklebte oder aufgeklebte Elemente besitzen. Wenn ihr zum Beispiel so eine Brille habt, wo da irgendwelche Strasssteinchen angeklebt wurden oder Ringe mit aufgeklebten Steinchen, auf gar keinen Fall hier ultraschallmäßig reinigen. Sicherheitshalber informiert euch bei eurem Verkäufer der Artikel, ob die hier im Ultraschallbad gereinigt werden dürfen. Und ich weiß ja, dass einige jetzt in die Kommentare schreiben, so eine extrem eingesaute Brille, wie sie jetzt hier zu sehen ist, boah, die putze ich doch einfach hier mit dem Brillenputztuch und dann ist das Thema durch, dann ist sie wieder richtig schön sauber. PS, kleiner Spoiler, ich habe die Brille jetzt extra richtig eingesaut, weil ich ja wusste, dass ich das Gerät heute kaufe. Wenn ihr jetzt diese Brille putzt mit dem Brillenputztuch, kriegt ihr die Scheibe, kriegt ihr wunderbar sauber. Aber hier die Randbereiche, da kommt ihr nicht ran. Ihr müsst euch das so vorstellen wie mit Fingernägeln. Wenn ihr Schmutz unter den Fingernägeln habt, kriegt ihr durch zigfaches Händewaschen den Schmutz nicht unter den Fingernägeln weg. Und so ist es hier auch. Die Randbereiche, da hängt der Schmodder drin oder hier in den Knickbereichen der Bügel.
Dann kommen wir jetzt mal zum Wassereinfüllen. Hier haben wir natürlich eine wunderbar zu sehende Markierung. Das ist die Maximum-Wasserlinie, die Maximalbefüllung. Dann gehen wir jetzt her. Wir füllen hier Wasser ein, maximal 40 Grad, also irgendwie so Körpertemperatur, würde ich sagen. Die nehmen wir, gehen hier auf Maximum. Dann gehe ich jetzt her und lasse hier noch ein, zwei Tröpfchen Spülmittel hinein. Lege jetzt den Korb in das Becken, habe mir hier schon ein Trockentuch hingelegt, dass ich gleich die Brille hier rausholen kann. Dann nehme ich jetzt einfach nur die Brille und lege die seitlich hin, lege die hier hinein, Deckel zumachen und jetzt maximal, die Brillen werden maximal 3 Minuten, werden die hier in dem Gerät verbleiben können. Nicht mehr. Das heißt, wir schalten Sie jetzt ein. Jetzt kommen ein paar komische Geräusche. Das ist aber ein normales Arbeitsgeräusch. Dieses Gerät muss jetzt hier arbeiten. Was auf gar keinen Fall passieren darf, dass jetzt hier der Deckel geöffnet wird und ihr hier mit den Fingern reingeht. Warum dürft ihr mit den Fingern hier nicht rein? Ganz einfach, die Schallwellen, die jetzt hier drin arbeiten, die bringen durch den Effekt kleine Adern und Zellen in der Hand zum Platzen. Niemals mit den Fingern hier rein. Wichtiger Hinweis, macht immer den Deckel zu und nicht ohne Deckel arbeiten. Und wir warten hier eben ab, bis die 3 Minuten abgelaufen sind. Tja, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Das Gerät schaltet sich hier auch selbstständig aus. Ihr habt zwar hier einen Ausschalter, aber nach der eingestellten Zeit ist das Gerät automatisch aus. Jetzt gehe ich hierher, nehme die Brille hier aus diesem Körbchen heraus und lege die mal eben zum Abtrocknen hier auf dieses Handtuch, oder was heißt Handtuch, auf dieses Spültuch und gehe jetzt einfach nur her mit diesem Brillenputztuch und gehe hier über diese Brille drüber hinweg. Und dann schauen wir uns jetzt gleich einfach mal das Ergebnis an, ob das Gerät was kann oder nur 19,99 Euro Arbeit geleistet hat. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das hier aussieht. So, putzen wir das Bügelchen hier auch noch. Und jetzt wollen wir uns das, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Da ist ja nichts mehr drauf. Innenseite. Wir gucken mal hier. Da ist nichts mehr drauf. Diese Brille, die ist komplett gereinigt worden. Drehen wir die mal eben um. Das Weiße, was ihr hier seht, das ist kein Schmutz. Da, das ist einfach nur die Seite von dem Glas. Also, guckt euch das mal an. Das Ding ist komplett sauber geworden. Tja, nach jedem Spülgang wechsle ich natürlich erst einmal das Wasser. Kommen wir mal zu dem Fazit. Nicht von dem leeren Karton hier, sondern von dem Ultraschallreinigungsgerät von Aldi Süd. Für 19,99 Euro muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist das Gerät von mir eine absolute Kaufempfehlung für euch. Also da kann man nicht viel falsch machen. Warum soll man da das Doppelte oder das Dreifache ausgeben, wenn man ein solch gutes Gerät auch im Discounter kaufen kann? Tja, das war unser Video. Ultraschallreinigungsgerät, kann es was, Aldi Süd? Top, ich kann es echt nur zu 100% empfehlen. Empfehlen kann ich euch auch den YouTube-Kanal TV Solution, hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.